Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die neue Season ist da und ich hatte jetzt vor, eine Jagdgewehr-Challenge zu machen, also ohne Jagdgewehr. Shit's erlaubt, also hier. Dann wollte ich euch noch ein paar Glitches und Tricks zeigen. Das erste ist, dass hier ein Boot ist, was immer irgendwo anders auf der Karte ist, wo richtig krasser Loot drauf ist, ein Loot-Drop und so. Hier kommt auch einer mit. Weil es ist auch schon ein bisschen bekannter. Ich hoffe, den kill ich dann. Ich hoffe, ich jetzt auch zu killen. Schnell hier meine Waffen holen. Oh, Jagdgewehr, wichtig. Oh, hier sind sogar zwei. Ja, okay. Fürs Erste ist eigentlich erlaubt, kurz um die Gegner zu killen, weil sonst würde ich das nicht unbedingt schaffen. Okay, den ersten habe ich. Nice. So. Dann werde ich ja jetzt auch keine andere Waffe mehr benutzen. Weil es nur dafür, dass ich die Gegner kurz killen kann. So, erstmal sortieren. So, Pilze, nice. Bitte Jagdgewehr. Und? Nein, Aug. Es tut so weh. Ich liebe Aug, aber jetzt kann ich die einfach nicht mitnehmen. Ihr seht schon, hier ist richtig krasser Loot. Loot Drop, da oben war es eine Kiste. Und oh, zwei Fische noch. Seid voll Schild. Soll ich Pilze mitnehmen? Geht eigentlich nicht. Schildtrank. So. So, das ist auf jeden Fall ein Trick, der sehr krass ist eigentlich. Also nicht unbedingt krass, aber ist halt ein guter Vorteil. Und man hat ja auch direkt noch hier irgendwo ein Boot, womit man weiterfahren kann. Müsste eigentlich jetzt sein, oder? Hey, sonst war hier mein Boot. Lol. Okay. So. Dann baue ich jetzt am besten ein Heli für den nächsten Trick. Naja, das ist eigentlich eher ein Glitch. Es gibt hier auch noch bei The Fortilla so ein Glitch, wo man unter den Boden kann, aber es ist nur an einer bestimmten Stelle. Aber das dauert jetzt, wird jetzt viel zu lange dauern, den zu finden. Nein, ein Hai, Hilfe. Ach ja, und man kann sich auch einen mythischen oder goldenen Hai so machen. Da muss man einfach nur zum Beispiel eine mythische Waffe oder so dahin legen und der frisst dann auf und dann leuchtet in seinem Maul das so. Ich suche jetzt mal kurz einen Heli da, okay. Den hole ich mir mal kurz. Oh, hier war noch Gegner. Ich will jetzt erstmal keinen Stress. Ja, okay. Ich verpiss mich einfach mit Heli. Ah, Hilfe. Ciao, ey, ich hoffe, der macht ihn jetzt nicht kaputt. Gut. Bin auch mal einigermaßen gut weggekommen. Ich flieg noch ein bisschen weiter weg. Ich gehe einfach dahin zum großen Sprudel. Und da kann ich dann auch noch einen sehr krassen Glitch machen.
Ich hoffe, dass hier kein Gegner ist. Das wäre nämlich nicht so gut. Okay, die Zunge kommt auch gleich. Aber ich habe ja eh noch zwei Fische. So, einmal muss man hier runter. Bin ich unten? Ja. Und dann muss man so... Warte. Ich muss ein bisschen näher nach ran. So. Jetzt muss ich irgendwie hochfliegen. Komm schon. Lol, ich kann einfach nicht mehr hochfliegen. Okay, nochmal. Das hat gerade nicht so geklappt. Ist mir jetzt eigentlich egal, dass ich in der Zone bin. So. Man muss im richtigen Moment... Nein! Kacke. Ach, nochmal. Jetzt der dritte Versuch. Man muss, wenn man fliegt, einsteigen. Okay, noch ein Versuch. Und dann, wenn man im Heli ist, kann man, wenn man rausspringt, den Gleiter öffnen. Und das ist halt eigentlich total OP. Warte. Ich frage mich, wie ich das gerade machen soll. Vielleicht so. Nee, okay, funktioniert jetzt nicht. Also, ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine. Also, wenn man hochfliegt, muss man so in den Heli einsteigen. Und dann, ja, ist man halt sozusagen, hat man so einen Hängegleiter, bis man rausspringt, und wenn man den dann halt, kann man den halt öffnen, wenn man so rausspringt. Aber ich komme gerade auch noch nicht mal mehr in den Heli an, ja, Mann. Okay, das wird jetzt eigentlich nicht geplant. Oh, ja, ist auch ein Glitch. Mini-Gleiter, geil, Alter. Okay, so war es eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich den Glitch jetzt auch zeigen. Ja gut. Okay, jetzt verschwende ich auch meine Fische, aber... So. Okay, scheiße. Das ist ein Gegner. Ich muss mich dann gleich mal kurz heilen. Ich habe auch nicht viel im Netz. Ich gehe mal schnell aufs Dach und dann versuche ich jemanden zu snipen. Ja, moin. Ist einfach niemand da. Ich gönne mir kurz die Kiste hier. Bandagen. Ich will doch nur den Gegner töten. Ah, da. Oder? Ja. Ja. Der hat gerade auf jemand anderes geschossen. Auf wen denn? Wo ist denn der andere Gegner? Das ist jetzt die Frage. Wo ist der? Oder war da überhaupt jemand? Ich glaube, da war noch nicht mal jemand. Ich hoffe, dann noch ein bisschen Sniper-Muni und vielleicht sogar noch ein Jagdgewehr. Ich gehe mal auf ganz sneaky angelehnt hier hin. Okay. Jagdgewehr hat er nicht. Sniper-Mini auch nicht. Ich hoffe, hier ist kein anderer Gegner mehr. Wo ist denn hier bitte schon ein Hai?
Ich höre die Musik, aber hier ist doch gar keiner. So. Also Sniper-Muni wäre wichtig und Jagdgewehr wäre eigentlich auch ganz gut. So. Erstmal hier nach Agency. Ein bisschen Metall mitnehmen. Wie? Ach, meine Sense ist nicht gut. Aha. Das wäre jetzt verkackt. Komplett verkackt. Hat niemand gesehen. Ja. Ich gönne mir mal kurz, glaube ich, das mit. Ja. Die Zone kommt jetzt auch. Ja, es wäre ja gerade so lost von mir, wie der einfach steht und ich einfach nicht drauf komme. Oh. Hä? Wie hat der denn nicht getroffen? Hä? Ja, okay, Bot. Das sieht niemand. Hat niemand gesehen, ne? Unnötige Schaden kassiert. Egal, warum habe ich den denn auch nicht mit den ersten drei Schüssen getroffen? Die waren noch voll drauf eigentlich. Ich brauche einfach eine Sniper-Muni. Ist das etwas viel verlangt? Okay, ich vergrößere ein bisschen. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen üben mit Jagdgewehr. Oder ich muss meine Sense ein bisschen niedriger stellen. Ich glaube, das mache ich sogar dann. So. 4 Kills habe ich. 2 ohne Jagdgewehr. Oh. Direkt noch eine Aufgabe gemacht. Aufgabe? Nein, eigentlich Stempel, ne? Nein, Stempel war es auch nicht, oder? Ist auch egal. Soll ich mir den Laptop gönnen? Vielleicht ist ein lila Jagdgewehr drin. Das würde gut schmecken. Ja, ich finde aber auch gar keine Muni. Das Problem war, dass da Gegner waren. Okay, ich riskiere es einfach. So. Hui. Ich baue da vorher erstmal ein bisschen Stein ab, damit ich ein paar Netz habe. Also wenn da gleich direkt jemand neben mir ist, werde ich auf jeden Fall mit Jumppad abhauen. Beim Nahkampf ist die Jagdgewehr natürlich nicht so gut. Okay, gerade ist hier niemand. Och, ein Sky. Kann ich nicht einfach ein Jagdgewehr bekommen? Vielleicht ist da hinten. Oh nein, da ist glaube ich ein blaues Jagdgewehr, ne? Ja. Das ist es. Da hinten war auf jeden Fall auch jemand. Der hat da eben gebaut. Okay, nur 6 Gegner. Ich gehe mal da hin, vielleicht ist da Munition. Oh,
Warum baue ich mich eigentlich so hoch? Hilfe. Nein. Ich war nicht vorbereitet. Ich muss abhauen. Ich habe nämlich auch nicht mehr viel Schuss. Ja, okay. Gleich kommt auch die Zone. Wenn die Zone kommt, dann muss ich mit Jumpet abhauen. Ja, okay. Ciao, Bruder. Okay, hier ist noch eine Kiste, bitte. Munition. Nein. Ich nehme Holz damit. Ist ja keine Waffe, deswegen. So. Ich muss nach unten gucken, weil er müsste gleich kommen. Ich könnte ihm vielleicht einen Headshot in seinem Gesicht geben. Hä? Wo ist denn hin? Ist er lost oder? Was ist mit ihm los? Lol. Natürlich muss er in dem Moment anspringen. Ich muss auf jeden Fall noch üben. Boah, ich habe aber maximal einen Eigenhund. Ja! Endlich getroffen. Natürlich bekommt der den Kill. Wenigstens habe ich ihn noch einmal getroffen. Jetzt brauche ich aber ganz dringend Sniper-Muni. Ich habe nur noch 5 Schuss. Jagdgewehr. Oh nein. Jetzt habe ich sogar nur 4 Schuss, weil ich mit dem nachladen musste. Da hinten war jetzt auch noch ein Loot Drop. Das ist ja von eben. Nein. Ich habe so wenig Schuss. Schwierige Angelegenheit. Wo ist er hin? Warum macht das nicht? Brudi, oh, oh. Erschreck mich doch nicht so. Hä? Wo ist der eine hin? Schon wieder hat sich. Der ist schon wieder unsichtbar. Eben ist er auch abgehauen. Ja, okay, ich muss nach unten. Ich brauche Sniper-Muni. Ist ja aber nirgendwo. Bitte, Sniper-Muni. Hier liegt. Nein, ich habe keine Sniper-Muni. Okay, ich habe wenigstens ein paar Mats mehr.
gehe einfach aus auf den Highground. Ja, versuche ich. Ha. Oder auch nicht. Ich will auch einfach nur hier rein. Kannst nicht mal auf den anderen gehen, wo auch immer der ist. Hä, wo? Der kommt die ganze Zeit aus der Zone. Oh, ich hatte keine Muni mehr. GG. 4 Kids. Ich guck dem einfach noch zu. Aber ich habe dem noch einen Hit gegeben. Eigentlich ist es sogar eigentlich schon schlecht. Aber, Digga, der eine war die ganze Zeit irgendwie in der Zone oder so. Ich will wirklich noch mal ein Replay das angucken. Wo er die ganze Zeit war. Leute, das ist so wenig KP. Hat er sich die ganze Zeit in der Zone gehalten? Ich glaube schon. Ja, okay. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ja, wenn ihr noch mehr Challenges sehen wollt, dann sage ich mal Tschüss.